Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir im Urlaub. Nein, natürlich bin ich nicht im Urlaub, ich bin zu Hause. Also herzlich willkommen bei mir zu Hause. Oh. Heute habe ich einen kleinen DM-Haul. Ich war nämlich im DM einkaufen, weil ich die Lust verspürt habe, mal zu stöbern, zu schauen, zu gucken. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Nochmal. Fokus. Oder meine Kontaktlinsen unscharf. Ich war 2 Wochen lang in Kroatien. Es war eine wunderschöne Zeit. 2 Wochen waren wir da und ich habe da auch Videos gemacht im Urlaub mit dieser tollen kroatischen Hintergrundkulisse. Wenn dich das interessiert oder wenn euch das interessiert, dann guckt doch mal unten in der Infobox. Ich habe unten alle Videos verlinkt. Ich habe nach der Landung schon verspürt, Dani, du musst in den DM, du brauchst Dinge. Und zweitens, du möchtest einfach nur gucken, was es Neues gibt. Und das habe ich auch somit getan. Und ich möchte euch einfach zeigen, was ich mitgenommen habe. Und zwar legen wir los mit Folgendem. Als erstes habe ich mitgenommen Kontaktlinsen. Ich bin Kontaktlinsenträgerin. Und im Urlaub habe ich die jeden Tag genutzt beim Schwimmen. Zum Beispiel, wir sind ja jeden Tag am Strand gewesen und mit Kontaktlinsen natürlich. Mit Kontaktlinsen kannst du eigentlich alles machen. Da kannst du mit tauchen, außer unter Salzwasser gucken. Das ist keine gute Idee. Die hole ich mir immer. Das sind die vom DM, von der Firma Visiomax. Und ich komme mit denen am besten klar. Ich vertrage sie gut und von daher hole ich sie mir immer. Das sind Monatskontaktlinsen, obwohl sie nicht immer einen Monat halten. Ich muss sie eigentlich immer nach 2 Wochen allerspätestens wechseln und deswegen habe ich sie nachgekauft. Dann habe ich etwas für meine Haare gebraucht und zwar durch Sonneneinstrahlung und Salzwasser und so weiter. Wurden sie doch schon so ein bisschen strapaziert. Ich wollte denen einfach eine Haarkur gönnen und dann habe ich das entdeckt von L'Oreal, El Vital Dream Length Steam Mask, also eine Dampfmaske, selbstwärmende Pflegemaske, Tiefenpflege durch Wärmeentwicklung für langes und geschädigtes Haar. Ich fand es interessant, ich werde es mal austesten. Ich bin nicht so ein großer L'Oreal-Fan, aber trotzdem, das hörte sich interessant an und deswegen habe ich es mitgenommen. Und wie das so ist, werdet ihr in einem Aufgebrauch-Video erfahren. Dann habe ich von Alverde entdeckt eine neue Tuchmaske. Und zwar die Aqua Hydro Tuchmaske mit Meeresalge für normale und Mischhaut. Ich habe zwar eine Maske, die ich regelmäßig verwende, die Facial Gesichtsmaske. Die dauert aber 45 Minuten, bis die ihren Job getan hat. Und deswegen wollte ich mal hier kurz, was für kürzere Zeit, mir was gönnen für mein Gesicht. Und die hält man dann halt 15 Minuten auf die Fresse, wollte ich schon sagen, aufs Gesicht. Und ja, die ist vegan, die ist von Alverde. Ich bin ein großer Alverde-Fan und von daher, ich bin mal gespannt. Dann habe ich nach einem Primer gesucht und zwar habe ich vergrößerte Poren und bei mir geht gar nichts ohne Primer. Bei mir muss immer ein Primer drauf. Und jetzt habe ich einen entdeckt von Catrice, der soll wohl neu sein. Und zwar von der Reihe Prime & Fine Poreless Blur Primer Goodbye Pores. Mit einem Weichzeichner-Effekt und ich bin gespannt. Ist noch verschlossen. Ich bin gespannt, ich habe es im Laden getestet, da gab es einen Tester und ich war eigentlich ganz, ganz zufrieden damit. Fokus kann sich nicht entscheiden, ich oder die Blumen. Die Blumen sind schön. Ich habe im DM eine Reihe nicht gesucht, sondern ich habe sie gefunden und mich dann darüber informiert, was das überhaupt ist, weil mir das überhaupt nichts gesagt hat. Eine neue Kooperation von DM mit einer Bloggerin. Und zwar nennt sich die Bloggerin Paola Maria, glaube ich. Die kenne ich nicht. Wenn ich sie finde, werde ich sie unten in der Infobox verlinken oder halt irgendwo hier oben einblenden. Die Reihe nennt sich LVLY. Oder Lüfli oder ich weiß es nicht. Dieses V im Wort stört mich.
Egal, auf jeden Fall ist das halt eine Gesichtspflegereihe. Und mit Manuka-Honig, soll antibakteriell sein, eine Gesichtspflegereihe eine Gesichtspflegereihe für die ersten Fältchen, also für mich eigentlich perfekt. Ich mit 44 eigentlich genau passend, so die ersten Fältchen kommen schon. Ich habe das Cleansing Oil mir ausgesucht und zwar mit Goji-Beeren-Extrakt. Ich brauchte irgendetwas, um mein Make-up zu entfernen, beziehungsweise speziell eigentlich mein Augen-Make-up. Augen-Make-up. Brauchte also einen Augen-Make-up-Entferner und ich weiß nicht, ob das für die Augen geeignet ist. Steht hier nicht drauf, aber trotzdem, ich werde es mal ausprobieren. Ja, ich bin gespannt, wie die Reihe sein wird, beziehungsweise dieses Öl. Davon werde ich auf jeden Fall in einem Aufgebraucht-Video berichten. Und als nächstes habe ich aus dieser Reihe noch eine Maske mitgenommen, Gesichtsmaske. Das ist keine Tuchmaske, das ist eine Paste, was ich eigentlich nicht so gerne mag, aber trotzdem, man muss ja alles ausprobieren. Ne? Das sind zwei Anwendungen und die soll gleichermaßen für empfindliche Haut sein, geeignet sein für trockene Haut und auch für Mischhaut. Ich bin da mal sehr, sehr gespannt. So, und zu guter Letzt noch diese Produkte bzw. eine Reihe, die auch ganz neu eingezogen ist im DM. Und zwar die Firma Naturebox. Die hat mich sofort angesprochen. Die ist nämlich, die Produkte sind nämlich mit 100% kaltgepresstem Öl hergestellt worden und sie sind frei von Sulfaten, Silikon, Paraben, sie sind alle vegan und die Düfte haben mich auch sehr, sehr angesprochen, das Packaging sowieso. Da gibt es Bodylotion von, da gibt es die ganze Haarpflegereihe von und es gibt auch Duschgele. Und ja, ich habe mir drei verschiedene Sorten mitgenommen an Duftrichtungen. Fangen wir einfach mal an mit der blauen Variante. Und zwar habe ich hier einmal eine Bodylotion mit kaltgepresstem Kokosnussöl. Der Duft ist wunderbar und es riecht wunderschön nach Kokos. Also der Duft gefällt mir wirklich sehr gut. Und dann gibt es hier noch das Duschgel. Und die musste ich auf jeden Fall mitnehmen. Dann habe ich noch mitgenommen einen Aprikosenduft. Wo stelle ich das denn jetzt ab? Da. Einen Aprikosenduft. Das heißt, das ist ein Shampoo mit kaltgepresstem Aprikosenöl. Und dann habe ich noch eine Spülung mitgenommen. Eine Spülung mit kaltgepresstem Aprikosenöl. Also eigentlich eine in Kombination. Das ist zum Beispiel für glänzendes und weiches Haar. Diese Kokosnuss-Variante weiß ich jetzt nicht. Da habe ich halt nur Bodylotion und Duschgel. Aber ja, da müsst ihr einfach mal schauen. Da gibt es auch eine rosa Variante und eine grüne Variante. Die grüne ist, glaube ich, mit Avocado, meine ich. Dann gibt es noch auch die gelbe Variante. Da habe ich die Bodylotion mitgenommen mit Macadamiaöl. Warum habe ich so viele mitgenommen? Warum eigentlich? Ich brauche ja gar nicht so viele, weil ich damit etwas vorhabe. Und was ich damit vorhabe, erfahrt ihr im nächsten Video. So, ich glaube, das war alles. Ich gucke mal eben auf den Kassenbon. Shampoo, Steamer, Tampons, okay. Zahnsticks, Deodorant, schnellen Kalk, okay. Ja, das war eigentlich alles, was ich so zeigen wollte. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und seid gespannt auf das nächste Video. Bis dann, tschüss.